Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Zunächst möchte ich euch einmal ein frohes Osterfest wünschen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt die Feiertage. So, ich wollte eine frühlingshafte Blume gießen und ich habe mir dazu mein Harz angemischt und gebe das jetzt in meine Form hinein. Die Form ist die Kaskadeform von Modes and Shapes. Das ist die S-Größe, die Tablettform und ich fülle mir die ja, zwei Drittel ungefähr voll, dass ich so genau am Rand der zweiten Lage mein durchsichtiges habe, mein klares Harz. Und dann mische ich mir von Lurest das Angel White in meinen Becher. Das habe ich ja von der lieben Laura, von Laura's Art Corner bekommen. Und das mische ich mir so an, dass ich hinterher noch so ein bisschen den Spachtel sehen kann, dass es nicht zu opak ist, aber auch nicht zu transparent. So, jetzt mache ich mir habe ich mir meinen Spachtel ein bisschen sauber gemacht, um zu schauen. Und dann war mir das noch nicht transparent, opak genug. Und ich gebe noch mal ein bisschen in mein Harz hinein. Und ja, jetzt bin ich zufrieden. Und dann lasse ich das erstmal ein bisschen stehen. Dann will ich als nächste Farbe das Neptune Green von der Laura benutzen. Und das ist so ein Effektpulver. Das hat wirklich so einen grünlichen Schimmer. Ich habe ja schon mal dieses Psycho Gold verwendet. Das hatte halt diesen goldenen Schimmer. Und dieses Neptune Green ist jetzt das mit dem grünlichen Schimmer. Und dann nehme ich mir nochmal mein Weiß. Und da gebe ich das Aura Emerald hinein. Hier dieses kleine Döschen. Da gebe ich wirklich nur ganz, ganz wenig hinein, weil die Farbe ist sehr intensiv. Ihr seht das jetzt gleich auch an meinem Handschuh. Da ist nämlich so ein bisschen von dem Pulver drauf gekommen. Dann seht ihr auch die Farbe, wie das wirkt, wenn es dann auf Schwarz ja, aufgetragen wird. Seht ihr das da an meinem Handschuh? So, bei dem Weiß ist es natürlich nicht so intensiv wie beim Schwarz, aber das ist die Farbe. Und ich habe gedacht, das ist ganz nett für meine Blumen. Ja, bei dem Neptune Green, da habe ich jetzt noch mal so ein bisschen was hinzugegeben, weil mir das doch noch ein bisschen zu dünn war. Und ich nehme mir jetzt mein Becherchen und gieße das am Rand der Form entlang. Einfach nur, damit der Rand so ein bisschen Glitzer hat. Also ich werde hinterher noch meine Form aufgießen, praktisch eine zweite Lage machen mit einem Hintergrund. Aber ich habe gedacht, das ist ganz gut so. Und jetzt nehme ich das Green Tea, also grüner Tee, und tropfe mir die Farbe am Rand meiner Form entlang. Die Farbe ist von Octopus. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass das nur so ein kleines Fläschchen ist. Das habe ich mir mit der lieben Marion Richter geteilt. So, und jetzt nehme ich das Olivgrün. Das ist jetzt die richtige Flasche von Octopus. Und gebe das praktisch auf mein Green Tea. Ihr seht das. Und dann nehme ich mein Dotting-Tool und ziehe mir die ganzen Tropfen so ein bisschen in die Mitte hinein. So, als wenn ich schon so eine Blume formen würde. Ich finde das immer ganz gut, weil man hat dann noch ein kleines bisschen Farbe in der Mitte, aber nicht so intensiv, als wenn man reingetropft hätte. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und deswegen habe ich es jetzt auch so gemacht.
Und dann nehme ich mir meinen Weißmix und ich gehe praktisch in einer Zickzack-Spirale, so leichte Wellenspirale, gebe ich das Weiß in meine Form hinein. Nur ich gieße aus dem Becher, das seht ihr. Wenn ihr euch da unsicher seid, es ist immer der einfachste Weg, über einen Spritzbeutel zu gießen. Aber ich gieße ganz gerne halt diese Spiralen aus dem Becher hinaus, heraus. So, und das ist jetzt meine Spirale auch fertig. Dann nehme ich mir noch mal eben das Dotting-Tool, ziehe mir die Linie noch so ein bisschen, damit mir es nicht allzu sehr bloppt oder überhaupt nicht bloppt, je nachdem. Noch mal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber, hier immer vorsichtig sein. Und dann habe ich gedacht, ist das Golden Rose Holo, das ist auch ein ganz tolle Glitter von Laura's Art Corner. Das ist was für meine Mitte, das setzt sich schön ab, weil ich finde immer rosa und grün, das passt auch ganz gut zusammen. Und das mixe ich mir hier schon zurecht, bevor ich mir dann gleich meine Blütenblätter ziehe. Und auch da nehme ich das Dotting-Tool. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht den Boden berührt, weil auch mit dem Dotting-Tool könnt ihr euch die Form verkratzen. Ich meine, die Formen von Molds and Shapes, die sind schon richtig gut. Also da muss schon viel passieren, dass man sich die wirklich richtig in Anführungsstrichen verhunzt. Aber ja, es muss ja nicht sein, ne, dass man die Gefahr hat, dass man sich die Form verkratzt. Also immer vorsichtig sein. So, und jetzt hatte ich mir meine Blütenblätter gemacht. Und jetzt mache ich mir die nochmal ein bisschen schmaler, gehe immer mit dem Dotting-Tool von außen nach innen. Ist ja so meine Lieblingstechnik, auch mit den schmaleren Blütenblättern. Und dann bin ich fast mit meiner Blume fertig, gehe nochmal eben mit meinem Sturmfeuerzeug drüber, dann gebe ich mein Glitter in die Mitte. Da ist mir natürlich wieder was in einem Blütenblatt reingefallen. Ich versuche das so ganz vorsichtig nochmal rauszuholen. Ist nicht immer so einfach. Aber ja, das passiert mir immer wieder. Obwohl ich schon sehr, sehr langsam gieße, aber irgendwie bin ich dann manchmal doch ein Tollpatsch. So, und dann gebe ich noch ein bisschen mehr Glitter hinein. Und dann nehme ich mir mein Dotting-Tool. Und zuerst wollte ich kein Swirl machen, aber dann habe ich ihn doch gemacht. Kann ich es nicht sein lassen. Nochmal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann zeige ich euch auch gleich die Nahaufnahme, wie das Harz gearbeitet hat. Das ist so ungefähr, ja, 20 Minuten später. Und das sieht praktisch aus wie gemalt irgendwie, aber sehr, sehr schön mit den weißen Blütenblättern. So, und das ist jetzt der nächste Tag und ich kann meinen Hintergrund gießen. Ich war mir nicht ganz sicher, welches Pigment ich nehmen soll. Ich habe mich dann für Camellia Pink Pigment entschieden. Ein intensiveres Pink, was so ein bisschen ins Altrosafarbene geht. Das ist auch von der Laura, von Laura's Art Corner. Das mixe ich mir jetzt richtig gut an. Ja, mit Maika immer schauen, dass ihr das gut unterrührt. Sonst habt ihr die Pigmente, die da eventuell in eurem Harz rumschwimmen. Die seht ihr dann hinterher auch auf der Rückseite, also auf der gegenüberliegenden Gießseite. Und naja, das ist dann nicht immer so schön. Dann nehme ich nochmal das Golden Rose Holo und gebe das in meinen Pink hinein, sodass ich da so ein Glitter habe. Nicht zu intensiv, deswegen habe ich auch Maika genommen, aber halt, dass ich diese Farbe, die ich auch in der Mitte genommen habe, mit dem Glitter, dass sich das widerspiegelt. Ja, da muss ich noch mal rühren, weil ich habe gesehen, da schwimmen noch so ein paar Maika-Elemente und dann
kann ich gießen. Also ich verlinke alles, was ich verwende, also die ganzen Firmen in meine Beschreibungsbox. Da habt ihr auch die Promocodes, müsst ihr einfach mal schauen. Jetzt gebe ich hier meinen Pinkton in die Form hinein, bis es sich in die ganzen Ecken praktisch ausbreitet. Nochmal ein kleines bisschen und das war's dann. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, alles ist okay, aber ich habe dann doch auch ein bisschen überfüllt. Das seht ihr jetzt gleich, wenn ich entforme. Es passiert einfach, wenn man aufgießt, dass man manchmal doch ein bisschen zu viel nimmt. Da seht ihr es an der Seite. Aber das kann man leicht abschleifen. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal gespannt auf das Ergebnis. Ja, hier die Kaskadeform, die ist einfach toll, einmalig. Also Molds and Shapes, die haben schon super gute Formen. So, und jetzt einfach mal schauen, was aus der Blume geworden ist. Und schaut mal hier. Jetzt kommt auch gleich schon das Endresultat, ne, wo ihr auch so ein bisschen den 3D-Effekt durch die Kaskadeform seht, die verschiedenen Lagen. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Also es ist eine richtig tolle Form. Mit der Blume bin ich sehr zufrieden. Der Hintergrund und auch der ganze Glitzer, der kommt hier gar nicht so rüber, aber die Schale glitzert ohne Ende. Nicht die Schale, das Tablett, Entschuldigung. So, mit dem verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video. Nochmal frohe Ostern und passt auf euch auf. Eure Petra. Tschüss.